Ich bin Marian van der Loo, ich bin Holländerin, wohne in Trier und bin Kinder- und Jugendpsychologin. Und vor 3-4 Jahren habe ich entschieden, auch tiergestützt zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite mit Hunden und setze die dann auch ein in der Therapie. Und ja, ich wollte einfach nicht mehr dieses problemorientierte, andauernd in diese Problemen sitzen mit Kindern. Ich wollte etwas Lösungsorientiertes machen. Und das ist noch ab und zu ein bisschen schwierig, finde ich, als Holländerin in Deutschland. Da ist eher so, ja, die Probleme sind sehr wichtig, zum Beispiel in meinem Bereich. Und ja, da habe ich ein bisschen gegoogelt, im Internet geguckt und gelesen, was Daniel so macht und gedacht, na, ich versuche das. Alle wollen dasselbe, ne? Merkt man auch, dass alle dieses Coaching machen wollen mit Kindern. Da ist auch sehr viel, auf Deutsch sagt man das nicht Zweifel, aber so Ehrfurcht vor der Materie. Das heißt, die Menschen, die hier kommen, die sind jetzt nicht so von sich selber noch überzeugt. Das finde ich sehr schön. Und ist mal alle in einem Boot, weil alle wollen etwas ganz anderes machen. Ja, warm, sehr warme Gruppe. Daniel macht das auch super. Also man langweilt sich keine einzige Sekunde. Man kann gar nicht einschlafen oder so. Gut. Auch direkt so diese Menschen, die sich verbinden wollen nachher. Also in Gruppen und keine Rivalität, absolut nicht. Also nur, okay, wollen das alle machen und wir helfen einander. Also, ungewöhnlich für solche Seminare. Also ich fühle mich sehr verstanden, weil ich auch ein Mensch bin, der permanent in Action ist. Und oft gesagt kriege, mach mal langsamer. Also für mich ist das super, wie er das Ganze vorträgt. Ich kann ihm sehr gut folgen, weil er eben halt hin und her springt. Da muss ich aufpassen und bin dann auch nicht mehr abgelenkt, weil es immer wieder etwas Spannendes gibt. Seine Methode, ja, grandios, ne? Also man braucht nichts zu lernen. Das weiß man einfach alles nachher. Und man probiert es aus. Das ist sehr wichtig. Und ja, er ist super sympathisch. Also ja.